Richter zum Angeklagten. Sie sind mir aber ein raffinierter Bettler. Sie stellen sich mit einem Körberl vor den Kircheneingang und die guten Leute, die herauskommen, glauben, sie stehen im Auftrag des Herrn Pfarrers dort. Die kleine List wird mir das Jesu-Kinderl verzeihen. Seitdem ich mein Brotkörberl durchstehe, kriege ich doppelt so viel wie früher mein Hut. Außerdem trifft's keine Armen. Wo ich stehe, ist er hat wohl eh Kirchen. Da geht nur das beste Publikum hinein. Sie sind sehr hartnäckig. Der Messner hat sie schon mehrmals verjagt und sie stellen sich immer wieder hin. Der Messner ist mir nur neidig. Wer? Der Messner ist mir nur neidig, weil... Drücken Sie sich sorgfältig aus vor Gericht. Bitte, der Herr Messner ist mir nur neidig, weil er in sein Klingelbeil immer ein paar Knöpfe drinnen hat. Bei meinem Kerberl traut sich das keiner, das ist ein offenes Geschäft. Der Messner ist ja schuld, dass ich heute da stehe. Der hat sich von hinten im Bautschen angeschlichen, man hat ihm gar nicht gehört. Auf einmal hat er mich schon bei dem Arm gehabt und hat mitsamt mein Kerberl zum Herrn Pfarrer geführt. Gehen Sie mit dem armen Mann zur Caritas, hat der Herr Pfarrer gesagt, zum Messner. Zum Messner, zum Herrn Messner hat er das gesagt, Herr Richter. Jawohl, Hochwürden, sagt drauf der Messner, geht mit mir fort. Und wo hat er mich hingeführt? Auf die Polizei. Und so ein Mensch steht in christlichen, kirchensteuerlichen Diensten. Also hören Sie auf zu weinen. Ja. Sonst muss ich Sie verwarnen. Ja. Wir glauben Ihnen hier nicht. Ich gebe Ihnen jetzt mit Rücksicht auf Ihren Gesundheitszustand eine bedingte Arreststrafe und Sie versprechen mir, nie wieder vor der Kirche zu betteln. Vielen Dank, Herr Richter. Ich gebe Ihnen meine Hand drauf. Ich kann ja eh nicht mehr hingehen. Der Messner hat sich jetzt einen Hund angeschafft.